Heute fliegen wir von Düsseldorf nach Dublin in Irland und ich habe mir für diesen Flug eine ehrwürdige alte Dame ausgesucht, die BAC 111 in der 200er Serie. Das ist das Cockpit der BAC 111, alles sehr altmodisch. Wir lassen die Triebwerke an und schön ist einfach zu sehen, dass das hier alles noch das alte Uhrenkabinett ist. So wie früher geflogen wurde, keine Fernsehschirme, keine Bildschirme, alles noch fliegen von Hand. Overhead-Panel der Maschine. Auto Heaters on. Taxi Lights on. Und wir haben einen Schalter. Den wir brauchen an. RTI-System schalten wir an, wenn wir in der entsprechenden Flughöhe sind. Und auf geht's zur Startbahn 05 rechts in Düsseldorf. Wir befinden uns jetzt am Haltepunkt der 05 rechts in Düsseldorf, machen unseren Pre-Takeoff-Check und werden dann auflinieren und die Starterlaubnis erwarten. Jetzt eine Kurve nach links, um den Kurs in Richtung Dublin abzufangen, 291 Grad. Wir haben einen leichten Overspeed, wir sind bei 270 Knoten, müssen die Geschwindigkeit etwas rausnehmen und den Anstellwinkel etwas erhöhen. Maximale Geschwindigkeit erlaubt unter 10.000 Fuß
250 Knoten, aber die Maschine pendelt sich langsam ein und wir sind gleich auf dem Weg nach Dublin nach einer weiteren Rechtskurve auf Kurs 291. Die Maschine ist ausgetrimmt, wir fliegen jetzt mit genau 250 Knoten, Steigrate 1200 Fuß pro Minute, Klappen sind drin, After Takeoff Check ist gemacht, Landescheinwerfer sind aus, Anti-Ice ist an und der Schalter für die Sitzgurte ist ebenfalls aus. Jetzt im Rest der leichten Rechtskurve in Richtung Kurs 291 und sind mittlerweile über die 10.000 Fuß, das heißt wir können die Geschwindigkeit gleich erhöhen und werden dann steigen auf Flugfläche 290, 29.000 Fuß. Die BAC-111 gehört ja zu den Flugzeugen, die noch nicht für große Flughöhen wie 35.000 oder 37.000 Fuß gebaut worden sind. Wir haben soeben den Ärmelkanal überquert, sind jetzt auf Reiseflughöhe 29.000 Fuß. Nahezu an Maximalgeschwindigkeit 270 Knoten und fliegen jetzt diagonal über den südlichen Teil Englands in Richtung Irische See. Jetzt an der Westküste Englands angelangt, kurz vor der Irischen See und sind jetzt circa 120 Meilen noch entfernt vor unserem Ziel. Wir werden jetzt also gleich in wenigen Minuten England verlassen und uns dann in Richtung Irland aufmachen.
Wir haben gerade die Flughöhe von 19.000 Fuß passiert, sind jetzt bei 18.700. Neuer Kurs ist 288 und die voraussichtliche Landebahn wird sein 34, wobei wir von der Rechtsseite kommen, das heißt den rechten Queranflug machen werden und dann in einer Rechtskurve auf die 34 einschwenken. Wir schwenken jetzt nach links in den Queranflug rechts für die Landebahn 34. Höhe noch 5800 Fuß. Geschwindigkeit liegt bei nahezu 250 Knoten. Und wir werden dann gleich die Geschwindigkeit weiter reduzieren und in eine Rechtskurve gehen auf den Endanflugkurs der 34 in Dublin. Die Landebahn ist in Sicht. Fahrwerk ist ausgefahren. Und wir werden uns jetzt auf der Landebahnverlängerung auf dem Landebahnkurs stabilisieren. So, gelandet in Dublin, rechts runter von der 34 und über die Runway, die Kreuzrunway, rechts runter auf den Taxiway. Wir sind jetzt noch auf dem Taxiway, auf dem Weg zum Gate. Ein ewig langer Weg. Aber noch 2-3 Minuten, dann ist das Ende der Reise erreicht.